Wo genannt sich der Ordnungsgemäße? So, jetzt. Wenn Sie natürlich sagen, okay, das sind jetzt 16 verschiedene Zahlen, aber die haben ganz verschiedene Eigenschaften. Schauen Sie mal, 52, 53, 63, 75 macht 72, meine Damen und Herren. 11 und 18, 19 und 12, 21, 53 macht 72. 5 und 10 sind 15, 3, 18 und 54 sind 72. 4 und 5, 53 sind 57 und 6 sind 13, 9 macht 72, meine Damen und Herren. Aber, jetzt werden Sie sagen, okay, waagerecht geht das ja alles noch. Aber schaut mal, wenn Sie das auf senkrecht nehmen, dann haben wir 7, 9, 18 und 54 macht 72, wenn ich richtig gerechnet habe. 12, 51, 61, 63, 66 und 6 macht 72. Und wenn wir die 1 und 8 und 9 und 10 sind 19 und 53 macht ebenso 72. Und wenn wir die letzte von den 52, 63 und 5 bei 8, hab ich richtig gerechnet? 52, oh Gott sei Dank, stimmt, 72. Boah, das hätte mich verdammt. Okay, danke schön, meine Herren. Meine Damen und Herren, war ja noch nicht alles. Ja, wenn Sie nämlich die vier äußeren Ziffern nehmen, 52 plus 7 sind 59, 9 sind 68 und 4 sind 72. Aber das, meine Damen und Herren, war immer noch nicht alles. Denn wenn Sie die Diagonalen 52, 18, 60 und 63, 9 macht 72. Und wenn Sie die andere Diagonale nehmen, 7 plus 51 sind 58, sind 68 und 4 macht 72. Aber das, meine Damen und Herren, war immer noch nicht alles. Genau, denn wenn Sie diese vier Ziffern nehmen, 52 und 18, 60 und 11 sind 71 und 1 sind 72. Und wenn Sie diese 14 vernehmen, 12 plus 7 sind 19 und 2 sind 21 und 1 sind 72. Und wenn Sie diese 14 vernehmen, 4 plus 7 sind 76 und 72. Und wenn Sie diese 14 vernehmen, immer 72. Aber das war immer noch nicht alles. Denn wenn Sie diese 14 nehmen, 12 und 18, 20 und 51 und 1 sind 72. Diese 14 von 51, 59, 69, 72, diese 14 von 10 und 30, 13 und 53, ah mein Gott, nochmal 6, 72. Und diese 14 von 52, 63 und 7 macht 70 und 2 macht 72 und 54 und 9 sind 63 und 5 sind 68 und 9, müsste auch 72 sein. Und jetzt dürft ihr von mir aus.